Völlig überraschend hat mich der Brief von Oliver Welke in meinem 4-Sterne-Superior-Resort-Hotel auf Pulau Paku erreicht. Sofort soll ich alles stehen und liegen lassen, schreibt er, und zum Brandenburger Tor kommen. An jenen Ort, wo alte und neue Bundesländer ineinander fließen. Das kann nur eins bedeuten. Endlich, nach all den Jahren des Wartens, des Schuftens, des Rumbuckelns, habe ich sie endlich sicher. Die Nachfolge als Chefmoderator der erfolgreichsten Comedy-Show Deutschlands. Lutz, steig ein, wir müssen los. Fabian, wie los, wohin? Ach, Brandenburg, Sachsen, der Online-Dreh. Ja, der Brief von Olli. Hast du ja nur die erste Seite gelesen, ne? Komm. Fuck. Nein. Der Online-Dreh. Ja. Komm. Ich glaube halt, das ist auch für uns nochmal so eine richtige Chance zu zeigen, was wir journalistisch so drauf haben. Fürs Internet, oder? Ja, das ist dann fürs Internet. Okay. Also es ist schon was Besonderes. Wir tauchen da ein in den Wahlkampf. Wir sind in Brandenburg. Ich will jetzt richtig die Stimmung hier mal testen, vor den Landtagswahlen. Also glaub es oder nicht, aber ich will die Ostdeutschen richtig spüren. Ja, bist du bescheuert? Die sind alle rechts hier, alles AfD. Wenn du hier mit dem ZDF-Mikro rausgehst, was meinst du, wie sehr du die Leute hier spürst? Das ist mir egal, ich mach das jetzt. Die sind nett hier. Fabian, warte auf mich, ich komm doch mit. Allein habe ich doch Angst hier jetzt. Fabian! Hallo. 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 Wir kämpfen dafür, dass wir unsere Schlösser wieder kriegen. Ja, aber ist es der richtige Ansatz, um Wähler zu gewinnen, dass man sich historische Kostüme anzieht und vor der Realität flieht? Ja, wir probieren's. Ja, und wie läuft's? Ja. Es wurden leider schon sehr viele Unterschriften gegen uns gesammelt. Gegen die Linken? Gegen uns. Gegen euch. Ah, okay. Ja. Inwiefern? Na, wir sind ja dafür, dass wir in unser Schloss zurückkommen. Mich und meine Dame. Wo ist die? Wo ist die Dame? Da ist die Dame. Gnädige Frau. Ich wollte es nur mal klarstellen. Sie sind jetzt Politiker der Linkspartei. Ja. Okay, ja gut, das steht dann erstmal so für sich. Woran könnte es denn liegen, dass die Linken hier nicht so ernst genommen werden? Was schätzen Sie denn, wie geht die Landtagswahl aus? Also ich spekuliere auf eine rot-rot-grüne Landesregierung. Unter Führung der SPD oder der Linken? Wir kämpfen für ein sehr gutes Ergebnis als die Linke und vielleicht sind es dann doch die Linken. Schauen wir mal. Ah, der Motor. Ja. Also schön, dass Sie auch erkannt haben, dass wir ein Satireformat sind. Das wird mir jetzt zu humorig hier. Ja. Es wird Zeit zu gehen. Ich glaube auch. Schmeckt das Eis in Brandenburg? Es schmeckt sehr gut. Also es ist alles gar nicht so schlecht in Brandenburg, wie man immer hört. Naja, einiges finden wir nicht schön. Was immer wieder vorkommt, dass man da geht, wo die Hunde spazieren gegangen sind, ne? Und dass es liegen gelassen wird, was die Hunde hinterlassen. Und das gefällt uns natürlich nicht. Ist das jetzt symbolisch, ist das ein Vergleich mit der AfD oder geht es wirklich um Hunde? Es geht um richtige normale Hunde, so, wo man nicht reintritt in. Kaum zu glauben, dass mein Bruder dich lustig findet. Der kleine Streber will mir doch nur den Job klauen. Ist für Welke. Komm, lach mal. Schick mal jetzt mal schön ab. Mach mal. Hast du die Nummer? Ich hab die. Hast du die nicht? Doch. Wo kommt das her, dass die so viele Leute hier AfD wählen? Ich denke, es gibt eine allgemeine Verunsicherung. Ja, also für mich hängt es damit zusammen, dass plötzlich alles über eine App empfangen werden soll oder gesteuert. Ich kann kein Auto leasen, ich kann mir keine Fahrkarte kaufen, weil ich das nicht haben will, dass irgendwie alle möglichen Daten von mir geklaut werden. Und insofern ja, kann ich aber auch andere in meinem Alter vielleicht ebenso verstehen, dass die halt aufgrund dieser Tatsachen verunsichert sind. Ich finde es schon beängstigend, dass man mit Wahlsprüchen, auch mit Wende 2.0, versucht da irgendetwas zu fokussieren oder die Leute irgendwie an ihrem historischen
weiß nicht, Schicksal zu packen, um dann die Gesellschaft noch mehr zu spalten. Das finde ich wirklich bedenklich. Das finde ich auch eine echt gemeine Strategie, die auch einfach keinen Sinn macht. Also meistens noch von Politikern aus dem Westen kommt, nämlich die ja autobiografisch gar nichts mit dem Wandel zu tun hatten. Vielleicht davon auch profitiert haben. Genau, ja, ja. Genau. Und wenn man sich hier mit den Leuten unterhält, die wirklich auch eine Ostgeschichte haben und mal die Perspektive wechselt, dann weiß man auch, dass das nicht alles so, nicht immer alles so gut gelaufen ist und dass es wirklich für die schwierig war, neu anzufangen. Das muss man schon mal genauer hinsehen und auch mal sagen, als Westdeutsche vielleicht, ja, das war schon echt scheiße, was teilweise gelaufen ist, ja. Hallo, wir wollen mitfahren. Ja, mach doch. Geht das? Wirklich jetzt? Na klar. Ach, guck mal, die Brandenburger, so offen, echt? Wir fahren bis zum Plauer. Ist das weit weg? Ist das im Westen? Im Westen, ja. Also das ist hier mein Kollege, das ist hier Fabian Köster. Hallo. Das ist unglaublich motiviert, der ist engagiert, der hat sich gestern Abend hingesetzt und einen Brandenburg-Quiz erstellt. Um mal zu gucken, wie gut kennen denn die Brandenburger Brandenburg? Ja. Was schätzen Sie denn, wie hoch ist der Ausländeranteil in Brandenburg? Ich denke mal so 45% vielleicht. 45%? 45%. Was hätten Sie gedacht, wie hoch der Ausländeranteil in Brandenburg ist? Naja, auch so 10% hätte ich jetzt gesagt. Aber 45 hätten Sie nicht gesagt? Nee, 45. Was? Nee. Ich würde den Ausländeranteil in Brandenburg jetzt momentan schätzen auf 35%. 35? Ja. Das sind tatsächlich 4,7. Oh. Bei uns in dem Ort sind auch Ausländer. Und die sind willkommen. Die sind ruhig und ja, von Syrien haben wir eine Familie. Ganz liebe Menschen. Ah, das heißt, Sie haben auch direkt Kontakt zu Flüchtlingen in Ihrem Ort. Ja, und das sind Syrer und das ist... Das sind Syrer. Die haben ein paar Kinder und die sind ganz friedlich. Also, ja, man muss sich eben anpassen, ne? Ich meine, ich selbst bin ja auch mal geflüchtet. Wir kommen ja auch von Schlesien. Wir mussten ja auch mal raus. Ja. Ja, und wir wurden, ich bin damals in Sachsen groß geworden und wir wurden auch schlecht behandelt von denen. Ja, da hieß es auch immer, ihr Ausländer. Und jetzt kann ich die jetzt verstehen, wenn jetzt auch wieder sagen, die Ausländer. Ja, also Lutz, was glaubst du? Ach komm, jetzt mal auf mit dem Quiz, jetzt ist mal gut. Ey, irgendwann ist ja echt mal. Also. Also Fabian, ich muss echt sagen, ich bin positiv überrascht von Brandenburg. Ich fahre mit einem guten Gefühl morgen zurück nach Köln. Ja, aber wieso morgen? Der Trip geht doch 3 Tage. Wie 3 Tage? Na klar, morgen geht's nach Sachsen. Nach Sachsen? Ja, es wird super. Ich freue mich schon. Nacht. Nacht. Eins wollte ich dich ja schon immer mal fragen, ne? Was schätzt du, wie hoch ist der Ausländeranteil in Sachsen? Fabian, halt die Fresse.